Das war eine sehr hilfreiche Cutscene. Hätte ich die nicht gehabt, das hätte mein Leben verändert. Oh, es geht so auf. Klar! Lege Tugel mit der entsprechenden Farbe, so. Ach so. Oh nee, oder? Oh Gott. Das passt zumindest schon mal. Wie kann er den nicht bewegen? Genau, jetzt haben wir das. Es ist natürlich auch klar, ne? Es ist natürlich ein Aufzug, ne? Den muss man dazu wissen. Da muss jetzt mal, weiß ich nicht, eine Intelligenzbestie für sein. Aber das ist ein ganz normaler Aufzug. Da macht euch mal gar keine Gedanken. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich drücke einfach irgendwelche Tasten. Hier kann er. Oh Gott. Dieses Ding, ne? Dass man das nicht irgendwie auch mal in die andere Richtung nehmen muss, dann das nur in diese eine Richtung denken. Jetzt verstehe ich das Rätsel auch erst. Oh nee, ich hab's halt verstanden. Hier kommt komplett Grünen, okay.
Ja, könnte schon einen blauen haben. Oh nein, Alter, dieses beschissene Mistteil. Wenn du mich an da falsch klickst, dann ist es, dann tritt jetzt dein Ding jedes Mal. Dann machen wir so. Ja geil, jetzt haben wir das Gelbe schon. Grün, Gelb haben wir schon, ne? Jetzt haben wir das Blaue. Das würde auch gehen. So würde es gehen. Oh Mensch, dieses Mistteil, Alter, ohne Witz. Ist einfach so bescheuert, dass du das Ding auch nicht mal richtig kannst, das einfach dann auch nicht richtig hindrehen. Da ist doch mal. Hallo, Alter, das ist ein Teil, Alter. Da war natürlich auch wieder im Kreis, dann ist alles auf der Sonne. Blödes Rätsel, weil man hätte es auch ein bisschen anders gestalten können. Müsste blau fehlt, ne? Das ist jetzt einfach eine Steuerung wieder, du Scheiße. Halt jedes Mal komplett. Das komplett, aber das andere nicht, ist alles. Ah. RZ. Achso. Da jetzt natürlich. Oh, Alter. Oh, es ist eklig gewesen, das Rätsel. Wir fahren mal ganz so im. Was? Zum Motorenraum fällt er mich natürlich. Griffin? Du bist wirklich wieder ein Instrument. Da komme ich so nicht weiter. Okay, dann ist er eben noch unten verschwunden, der Griffin. Natürlich, wir machen jetzt. Alter, das ist schon mal. Ganz ehrlich, ich will mal wissen, welcher Mitarbeiter die so ein Scheiß.
Was? Was? Und wofür? Und wieso? Und... Warum? Wir sammeln jetzt Buchstaben oder was? Okay. Ich war jetzt nicht irgendwas, was jetzt bringen soll, Buchstaben zu sammeln, weil mir das irgendwie. Will die Arme ja verbrennen, das will ja nicht. Warum sammle ich denn jetzt Buchstaben? Will ich jetzt den Buchstabenblatt machen oder was? Um meinen Mann zu retten, muss ich Buchstaben sammeln. Briefe? Der hat diese Momente im Spiel, wenn ihr euch fragt, was mache ich eigentlich? Kann ich da irgendwas machen? Wenn ihr euch im Moment im Spiel, wenn ihr euch fragt, warum oder was? Was mache ich ja eigentlich? Das frage ich mich gerade. Will ich es wieder oben mitnehmen? Ist hier irgendwas? Ei! Ich hab doch eben auch schon mal angeklickt. Den Buchstaben E und J. Das war das letzte Wärmebild. Ich frage mich so, weißt du, ich sag so von der, das Game ist halt voll geil und dann auf einmal, warum muss ich Buchstaben sammeln? Will es nicht verstehen. Nein. Mein 8 Buchstaben, was soll da rein? Ich liebe dich. ETA, passt ja mal. Das ist ja schon. Liebe dich! Und das passt dann mit 8, glaube ich. Aber weiß ich. Wenn die Spieler einfach so. Ich brauche nicht die ganze Tafel. Ich brauche nur diesen Buchstaben. Und den werde ich dann zusammen. Ein Stern, der deinen Namen trägt.
Krebs. Brauch noch ein Propellerblatt. Aber diesmal hat es zum Feld gebaut. Ist ja geil. Was ist das denn? Okay. Den sind die. Hallo. Ein Harmonika. Oh Gott, bei dir zu Hause ist immer so Harmonika. Also, weil Harmonie und Harmonika heißt, ne? Harmonika. Das ist genau ein schlechter Witz wie jetzt, dass ich Buchstaben sammeln muss. Ich wollte ja schon mal ein Videospiel machen, Alter. Ich wollte schon immer in meinem Leben einen Buchstaben sammeln. Was Besseres in meinem Leben. Verschwendete Lebenszeit. Games sind verschwendete Lebenszeit. Wenn man die falschen spielt. Oh, ein J. Oh, Gott. Oh, ich flippe aus. Ich flippe aus. Hab ein J gefunden. Wow. Gib mir ein J. Oh, geil. Ein Propeller. Oh, geil. Harmonika. Den Brief muss ich bestimmt zusammenklatschen und dann drücke ich ihn da drauf, wo der Dampf herkommt und dann mache ich den Dampf damit weg. Also wenn das die Lösung ist für den Dampf, dann lache ich. Ah, das Stück kannst du aber gebrauchen, ne? Komplett. Wo ist denn hier ein Krebs? Da. Gott, danke, geil, ein Traumpüppel. Oh, oh ja, oh, oh, der deswegen, ich hatte eben mal gesagt, aber wie ist sie denn da hinten dran gekommen, wenn die doch durch diesen Dampf nicht durchkommt? Bitte. Dafür brauche ich den. Ja, okay, jetzt gibt es ja Sinn, aber... Oh. Oh ja, wir haben's. Komm, 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 jetzt aber schnell. Oh, bitte, nee, jetzt will ich noch ein Rätsel. Oh, danke. What are you doing here? You shouldn't be here. The police are pursuing me. Griffin, my sweetheart, I brought your diaries and elixirs. Police, open the door. Oh, Griffin, it's the police. What should we do? In order to stay with you, I must become like you. Don't do this. It's horrible. Ich habe jetzt dieses Elixier, wo man die wieder sichtbar machen kann, dem nicht gegeben. Und ich habe mich einfach selber unsichtbar gemacht. Ist ja... Ich habe jetzt 3 Stunden meines Lebens verschwendet. Wegen diesem Spiel. Bescheuert. Wer kommt denn auf so einen Mist, Alter? Wer kommt denn auf so einen Mist? Was war das denn für ein blödes Ende? Also, okay, meine Liebe, ich trinke auch einen Schluck und dann verewigen wir zusammen. Dann wurden sie halt geschnappt. Ja, warum hat sie nicht das Gegengift gegeben? Wäre voll intelligent gewesen, ne? Dann wäre er ja nicht mehr unsichtbar und dann. Ne? Na gut. Ja, oder vielleicht halt, weil die Polizei schon da war und der dachte, jetzt gibt's keinen zurück mehr. Na gut, war ganz okay, war ganz okay.
Ich danke fürs Zuschauen, ich danke für dieses Let's Play und ja, bis dann, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.